Hallo Hacking-Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal SubwayZ. Und ja, heute reviewe ich einen neuen Hack-Client, nämlich den Fortnite-Hack-Client. Ja, sowas musste doch kommen, ne? Und ja, den kann man auch gleich im Shop kaufen um nur 10 Euro, Lifetime selbstverständlich. Und ja, ich werde euch jetzt zeigen, zuerst halt wie der Client aussieht und danach gibt's auch ein Gameplay. Also der ganze Client ist im Fortnite-Stil gehalten, wie man hier auch schon sieht. Ja, hier im Hauptmenü gibt es einen Changelog sogar. Und ja, das finde ich sehr schön gemacht, wie das hier aufpoppt. Dann gibt es natürlich auch einen Alt-Manager. Da ist jetzt nichts super Aufregendes, typischer Alt-Manager halt. Ja, und hier könnt ihr auch sehen, mit was für einem Account ihr eingeloggt seid und so weiter. Ihr seht es ja selbst. Und ja, dann zeige ich euch mal das Ganze in-game. Die Buttons hier sind übrigens auch sehr schön. Ja, so sieht der Client dann in-game aus. Links oben seht ihr die Watermark mit dem Tab-GUI. Links unten steht, auf welchem Server ihr gerade seid und welche Config geladen ist. Unten in der Mitte seht ihr schon die schöne Fortnite Health Bar und die Item Bar ist rechts unten, so wie bei Fortnite halt die Waffen rechts unten sind. Ihr könnt das Ganze aber auch hier umstellen, dass es in der Mitte ist. Und ja, hier im Click-UI, das seht ihr ja schon, das ist an einem Fortnite Menü, ich glaube Einstellungsmenü oder irgendwie so, an irgendeinem Menü orientiert auf jeden Fall. Und ja, finde ich ziemlich schick. Also wie gesagt, alles in dem Client ist an Fortnite-Design orientiert. Und es gibt ja auch eine coole Sache, nämlich die Searchbar hier unten. Ihr könnt da jetzt zum Beispiel Scaffold eingeben oder SC reicht schon. Und dann wird euch das Modul markiert, nachdem ihr sucht. Also ihr müsst nicht lange suchen, einfach schnell für Scaffold S eingeben. Und ja, dann wird das schon sehr eingegrenzt hier. So, dann gibt es hier aber auch noch im ClickTry das HUD. Das könnt ihr nämlich sogar ja, selbst verändern und anpassen. Da kommen noch mehr Designoptionen hinzu. Also ihr könnt zum Beispiel mit dem mittleren Mausrad hier das TabGUI wegmachen. Dann könnt ihr hier zum Beispiel ein Minimi erstellen. So, ja, könnt ihr hier irgendwo hinmachen, wenn ihr das wollt. Dann könnt ihr auch noch eigene Texte erstellen und keine Ahnung, den Client was weiß ich wie nennen. So, gibt auch verschiedene Fonts. Und ja, dann könnt ihr euch halt wieder das TabGUI hier nochmal machen und auch die Breite und so weiter anpassen. Gut, das wär's dazu. Dann gibt's hier auch noch die Configs, die ihr aber auch halt mit einem Command laden könnt. Aber ja, ich fand das hier ziemlich cool. So, einfach hier auf Load und fertig ist es. Hier könnt ihr auch einfach eine eigene Config speichern. Und ja, das war's dann eigentlich auch schon so zum Design. Und ja, jetzt kommt ein bisschen Gameplay. So Leute, im Hintergrund seht ihr etwas Gameplay auf CubeCraft und ich würde sagen, dass das Scaffold ziemlich gut ist. Es gibt sogar einen Long Jump und die Kill Aura ist auch sehr nice. Aber selbstverständlich wird der Client um einiges verbessert, da sehr viele Updates kommen bzw. sehr regelmäßig. Und der Client funktioniert auch auf anderen Servern, vielleicht habt ihr es ja schon vorhin in den Configs gesehen, nämlich auch noch auf Hypixel und auf Gomme. Mal sehen, was noch so dazu kommt. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen oder auch ein Abo. Oder dass ihr euch vielleicht den Client holt. Wer weiß. Naja, tschüss und bis zum nächsten Mal.